Hallo, ich bin Renate vom Weltenlehrerteam und ich gebe ja schon seit längerer Zeit immer wieder Botschaften aus der geistigen Welt, also meiner geistigen Quelle, über aktuelle Themen unseres Lebens heraus. Das heißt, ich frage mal immer wieder nach, was sagt ihr denn dazu? Was meint ihr dazu? Und heute geht es um das Thema Impfpflicht, ja. Na, sie steht ja sozusagen quasi vor der Tür. Auf alle Fälle wurden wir ja jetzt wieder überhäuft mit neuen Regeln. Gestern war ich beim Getränkemarkt und habe mich mit dem jungen Mann dort unterhalten. Und er sagte mir ganz freudestrahlend: Super, ich bekomme jetzt die zweite Impfung und dann sind wir mit durch. Ich habe ihn angeschaut und gedacht: Wow, er glaubt das wirklich, ja? Er glaubt wirklich, dass sie dann mit allem durch sind. Dabei steht es jetzt ja schon fest, ganz klar, dem ist nicht so. Ja? Im Gegenteil, es wird ja jetzt so richtig ein Keil zwischen die Ungeimpften und die Geimpften sozusagen geschoben. Ne? Und dieser Keil, der treibt ja immer mehr auseinander. Also diese Spaltung. Ja? Und meiner Meinung nach ist die auch gewollt. Ja? Weil die Verantwortlichen wissen, wenn ein Druck auf der Gesellschaft ist, ja, dann würden die weniger sind oder die zahlenmäßig weiter unterlegen sind, die würden immer, so jedenfalls ist das die bisherige Erfahrung, die sie mit den Menschen gemacht haben, dass sie danach geben, wenn der Druck zu stark ist, dass sie es nicht mehr aushalten. Ja, Thema Impfen. Ich habe da die geistige Welt jetzt noch gefragt und möchte dazu sagen, was sie direkt dazu gesagt haben, ja? So, es verhält sich nämlich ganz anders. Die Menschheit, wenn sie dem natürlichen, von der Schöpfung für sie vorgesehenen Weg folgt, dann sollten sie sich alle als Ganzes sehen, also die ganze Menschheit als Ganzes sich sehen. Wenn ein Virus, der so mächtig ist, dass er die ganze Welt sozusagen angreift, hier die Menschen attackiert, so wie es uns ja vorgesetzt wird, ja, dann kann dieser nur über den Weg einer Herdenimmunität und dem Entzug seiner Grundlage, da kann er wieder in die Normalität runtergefahren werden. Ne? Denn Viren und Bakterien, die gehören ja zu unserem natürlichen Leben. Und wenn wir uns das so anschauen, was jetzt passiert, dass sie möglichst alle Altersgruppen impfen wollen, und dass viele Menschen schon die zweite Impfung jetzt haben und dann als vollständig geimpft waren, zumindest haben sie das geglaubt, obwohl jetzt ja die dritte und dann was weiß ich noch, wie viele Impfungen anstehen. Und jetzt ist tatsächlich auch Fakt, dass es gar nicht stimmt, ja? Dass diese Menschen auch die anderen, also die Ungeimpften, ohne weiteres wieder anstecken können. Und jetzt frage ich mich, was soll das, ja? Wir alle haben in den Generationen, zu denen ich gehöre und meine Eltern und ihr alle, wir alle haben doch dafür gearbeitet, für das Gesundheitssystem, um das es jetzt angeblich geht, ja, dass es halt erschöpft ist und so weiter, falls neue Corona-Fälle kämen und deshalb alle impfen, ja, dass es erschöpft ist und sozusagen eventuell zum Erliegen kommen könnte, ja. Aber wie soll das kommen, frage ich mich. Wir alle haben einbezahlt und zwar nicht wenig, ja. Vom kleinen Angestellten bis zum Selbstständigen bis hin zum höheren Geschäftsmann, Geschäftsfrau, ja. Und ich persönlich glaube, dass unser Gesundheitssystem dazu benutzt wurde, um sich daraus zu bedienen und für andere Zwecke dann auszugeben. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir plötzlich zu wenig Kinder haben sollten und so weiter. Wenn das, was wir alle dafür einbezahlt haben, ja, wenn das sorgsam verwaltet werden würde, sorgsam verwendet würde, dann hätten wir das Problem nicht. Das einmal zu dem Ganzen, zu dieser Ungerechtigkeit, die jetzt dahinter steckt. Und die geistige Welt hat sich auch noch mal ganz klar ausgedrückt, dass es auf dieses Immunsystem des Menschen, der Erde und der Tiere drauf ankommt. Wir alle leben sozusagen auf diesem Planeten sozusagen unter einem Dach. So, und wenn etwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist, wie es jetzt der Fall ist, ja, dann ist es ganz klar, dass sich dann etwas ergeben kann, so wie ein
wie dieses Virus, was sich auch ständig wieder neu mutiert, dass dieses Virus einfach zu mächtig wird, von dem ich vorher schon gesprochen habe. So. Aber was ist natürlicher, wie das praktizierte, seit Anbeginn der Menschheit an praktizierte Immunsystem, die Herdenimmunität, die ist wahrhaftig und real. Und ich sage mir, wenn ich jetzt in dieses Sozialsystem einbezahlt habe und ich sage mir, ich will mich nicht impfen lassen, aus verschiedenen Gründen, ja, mein freier Wille sagt, ich will mich nicht impfen lassen, dann ist es so, dass ich mich sogar solidarischer zeige, als wenn ich mich impfen lasse, weil wenn ich dieses Virus dann bekomme, wenn ich mich sozusagen infiziere, anstecke, dann werde ich dieses Virus dann auch durchleben und wieder genesen werden. Natürlich, klar, wenn ich schon über 80 bin, 90, wenn ich schon krank bin, wenn ich Vorerkrankungen habe und wenn mich dann da etwas erreicht, dann kann es natürlich schon stärker sein und mich stärker angreifen und meinem Immunsystem auch dementsprechend zusetzen, während es bei jüngeren Menschen, bei Kindern, Jugendlichen nicht so der Fall ist, ja, weil das Immunsystem halt noch einwandfrei funktioniert. So, wenn ich jetzt das bekomme und ich habe es überstanden, ich bin sozusagen genesen. Dann gebe ich diese Information ganz automatisch, und so ist der natürliche Weg weiter an meine Mitmenschen. Und von wegen, wir haben keine Zeit, das ist alles für mich an den Haaren herbeigezogen. Ja? Argumente, um dieses Impfen durchzuführen, um die totale Kontrolle auszuüben letzten Endes, weil man nicht warten will, bis man auf natürlichem Wege etwas geheilt hat, gemeinsam mit allen, was uns alle anbetrifft. Ja? Zu dem Heilen komme ich später noch dazu, aber jetzt ist der Fall, dass wir auch dazu da beitragen. Ja? Und die Regierung hat nicht das Recht, einfach uns Ungeimpfte, ich gehöre auch dazu, ganz klar, uns finanzielle Lasten aufzubürden, indem wir uns überall testen sollen, auch wenn wir unsere Verwandten im Pflegeheim besuchen wollen. Ja, dann müssen wir, so wie es jetzt ausschaut, dann ins entweder impfen lassen oder in unsere Tasche greifen. Die meisten Menschen haben das Geld gar nicht. Also wo bleibt es wieder hängen auf diesen armen Menschen, die dort sind und die dann immer weniger besucht werden? Und was das ausmacht, das wissen wir alle. Wissen wir zwischenzeitlich wirklich alle. So, also jetzt nochmal da drauf zurückzukommen, wenn ich jetzt, also ich finde es halt einfach ungerecht und nicht passend, wenn jetzt da unterschieden wird, ja, die Geimpften, die dürfen wieder alles, die dürfen überall rein, die müssen sich auch gar nicht testen lassen, also in viele Bereiche des öffentlichen Lebens und die anderen nämlich nicht, außer sie bezahlen aus eigener Tasche einen Test. Und dann kann ich mich laufend testen lassen. Also das ist total ungerecht und das ist wirklich nicht in Ordnung. Und ich sage auch all meinen Mitmenschen, es ist sehr wichtig, dass wir das gemeinsam alles angehen. Und gemeinsam heißt nicht, dass wir auf der anderen Gruppe rumhacken und sie nötigen, dass sie sich das entscheiden soll, was letzten Endes die Regierung will und durchsetzen will. Ich halte es genauso viel für wichtig, genauso sehr für wichtig, dass auch ich die Menschen, die sich impfen lassen wollen, die sich sicherer glauben, wenn das ihr Wille ist, dann soll dieser Wille auch so sein. Ja, da haben wir auch nicht das Recht, auf ihn herumzuhacken, wie es viele leider tun. Dieser Weg der Herdenimmunität, der ist wirklich der wahrhaftige Weg. Und sicherlich, unsere Natur ist aus dem Gleichgewicht geraten. Darunter leiden wir alle. So, aber warum ist sie aus dem Gleichgewicht geraten? Ja, das ist doch die entscheidende Frage. Und da können wir uns nicht auf die Drohungen der zuständigen Politiker einlassen, die wiederum mit der Klimakrise ankommen und sagen so,
ihr seid schuld an allem, ja, nein. Wenn etwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist, dann hat das auch seinen Grund. Und deshalb sage ich, nicht impfen, 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 ja, und dann Agenda 2030, die aussagt, ihr Menschen seid schuld, ja, im Groben, Groben an allem. Und wir müssen euch mehr kontrollieren, was sie mit den Impfungen hier jetzt beginnen, beziehungsweise was sie über den Weg der Impfung durchsetzen, die Kontrolle, die Beobachtung, schön brav sein, alle Menschen und so weiter. Das steckt dahinter. Und diese Agenda 2030, die hört sich im ersten Moment dann auch super an. Wir kümmern uns doch um die Natur. Wir kümmern uns doch um das Klima, ja. Wir wollen doch auch, dass die Schöpfung erhalten bleibt. Aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Wisst ihr warum? Guckt mal hin. Derjenige, der mit Gentechnik, mit unverantwortlicher Gentechnik, das alles bewirken will, und das tun sie. Das tun sie mit der Manipulation des Klimas, des Wetters, was sie schon lange machen. Und sie tun es in jeglicher Phase dieses Lebens. Und wenn wir dem nachgeben und glauben, das sei ganz was Tolles und sie würden es schon wieder richten, dann habt ihr euch leider sehr getäuscht, ja? Denn wir sind hier nicht alleine. Zum Ganzen gehört die Natur, es gehört die Tierwelt. Und hier ist es wirklich zu einem Schiefstand gekommen, über den ich schon gesprochen habe, ne? Doch das wird doch jetzt wieder euch Menschen, den Konsumenten, vor allem den Konsumenten der westlichen Länder in die Schuhe geschoben. Natürlich haben wir alle was damit zu tun. Ja, meist auf dem indirekten Weg. Wir denken nicht größer darüber, nicht großartig darüber nach, viele jedenfalls nicht. Ja. Indem wir Produkte vor die Nase gesetzt bekommen aus allen Bereichen des Lebens, die wir dann kaufen sollen. Doch sie werden doch nicht von uns selbst erschaffen oder produziert, ja, sondern sie werden uns absichtlich angeboten, um damit diejenigen, die es uns anbieten, die es auf den Markt bringen, die es in den Handel bringen, dass die mal so einen richtig kräftigen Reibach machen, wie man das so schön sagt, ja. Sie verdienen dran. Und die tollste Idee Verantwortlichen war es doch, etwas zu erschaffen, was auf Krankheiten aufbaut. Die Pharmaindustrie. Die schöpft doch immer aus dem Vollen, weil sie den Menschen davon abhängig macht und sie als Ressource, wie auch die Nutztiere, ja, und die Schätze der Erde als Ressource behandelt werden. Doch auch dein geliebtes Handy gehört zum Beispiel dazu. Also, das Wirtschaftswachstum ist das angestrebte Ziel der Mächtigen dieser Welt. Das wollen sie am Rollen halten, ja, damit der Rubel immer besser und vor allem ständig rollt. Und nun gaukeln sie euch vor, Agenda 2030. Das wird eine schöne, heile Welt. Ihr werdet zwar nichts mehr haben, weil wir nehmen euch alles weg. Aber ihr werdet glücklich sein. Ich sag euch eins, ihr werdet nicht glücklich sein. So weit dürfen wir das niemals kommen lassen. Denn das ist ein mächtiger Schritt und ein Schritt, vor allen Dingen, da können wir nicht mehr zurückgehen von der Schöpfung, von der wahren Schöpfung weg. Deshalb nochmal zurück zur Impfung. Jeder muss wissen, wie gesagt, ob er sich impfen lassen will oder nicht, ne? Aber ich finde es einfach abscheulich, wie es hier mit den Menschen umgegangen wird. Ne? Wir werden genötigt und dann dazu angeleitet, auch noch aufeinander loszugehen, indem dann gesagt wird, der oder der Wirtschaftszweig oder die Firma oder das Restaurant oder der Betrieb, die können ja selbst entscheiden, wie sie damit umgehen, was sie nun verlangen mit Ungeimpften und so weiter. Ja, was aber gar nicht stimmt. Denn wenn dann irgendwas ist und die Menschen würden sich dazu entschließen, auch die Ungeimpften reinzulassen, und das würde dann irgendwas sein, was vielleicht gar nicht von den Ungeimpften kommt, dann sind die sofort dran. Und das wissen die auch. Und viele handeln dann einfach, weil sie ihr Geschäft aufrechterhalten wollen, weil sie halt nicht wollen, dass es wieder zugemacht wird. Ja? Und denkt mal über eins nach. Ihr Menschen werdet doch als die Schuldigen dargestellt.
nochmal drauf zurückzukommen. Der große Finger zeigt immer auf euch und ihr sollt bezahlen und ihr seid die Opfer und es wird euch was vorgegaukelt, dass es doch zum allerbesten Wohle ist, was sie machen. Das ist aber nicht der Fall. Und da solltet ihr mal wirklich in euch gehen und mal ehrlich, einfach mal ehrlich schauen, was hat denn zum Beispiel die Renate jetzt hier uns erzählt? Könnte da was dran sein, ja? Ich sage euch eins. Wir sollten endlich aufstehen und mündig werden. Uns von dem kleinen Kinderstatus endlich erheben. Ja? Und wir sollten uns von der Manipulation befreien. Und wirklich als eine Menschheit das Wohl des Planeten und all seiner Bewohner als unsere größte Aufgabe ansehen und dann auch in die gemeinsame Umsatz gehen, also in den Umsatz dieses Vorhabens dann auch zu gehen. Ja. Wir schaffen das. Ja. Wir sollten diese angestrebte Agenda 2030 also mal ablehnen und unsere eigenen Wege gehen. Wir sollten das endlich in die eigenen Wege gehen. Wirklich in die Hände nehmen und unsere eigenen Wege gehen. Denn darum geht es, dass wir im Herzen und überall fühlen, unsere Verantwortung ist es wirklich, dass wir uns um die Tierwelt kümmern, um den Planeten kümmern und ums kümmern, in die Gemeinschaft gehen, dass wir uns einander wirklich unterstützen, fürsorglich miteinander umgehen, mit allem. Indem wir das tun, zeigen wir, ja, wir sind dazu in der Lage, wirklich zu erkennen, zu verändern. Und dazu brauchen wir diese Macher im Hintergrund, brauchen wir sie auf keinen Fall nicht mehr. Ja. Also, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und unten unter dem Video oder habe ich noch mehr Text verlinkt, aber wir würden uns auch freuen, wenn ihr dann einfach, weil wir beschreiben regelmäßig immer im Weltenlehrer, also auf unserer Homepage auch in den Videos, immer wieder Neues und Aktuelles, was uns alle angeht. Und immer wieder eben halt Botschaften auch von der geistigen Welt, die direkt an euch gerichtet sind. Danke für eure Aufmerksamkeit. Eine schöne Zeit noch. Euch allen.